Hallo, liebe Freunde, ich freue mich, dass Sie sich heute zuschalten und ich kann wie immer sagen, dass der Workshop die beste Zeit Umsetzung ist, die man hat. Oder anders gesagt, Montag 20 Uhr, was kann ich Besseres tun, als am Workshop teilzunehmen? Heute nur etwas anders. Ich bin unterwegs, erfreulicherweise zu einem erholsamen Urlaub an der Adria. Ich blicke zum Beispiel jetzt über die Kamera hinweg auf blaues Wasser, Segelboote, wunderschöne Landschaft, Inseln mir gegenüber und ihr könnt mir glauben, es geht mir gut. Was nicht so gut ist, ist die Geschwindigkeit des Internets hier und deshalb mache ich dieses Workshop zunächst als Aufzeichnung und lege es hoch, damit es nicht zu Abbrüchen kommt. Ich hoffe, Sie können das verstehen, haben Verständnis dafür. Ja, wie immer, zunächst unser Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanwendung zu verstehen oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, heute ein bisschen abgewandelt, wiederum die Reihenfolge. Ich möchte im ersten Teil über die Erfahrung und Fragen der letzten Woche sprechen. Zweitens möchte ich noch einmal, weil es sehr, sehr viele neue Anwenderinnen und Anwender gibt, das Prinzip und das prinzipielle Vorgehen erklären. Und schließlich werden die Fragen, die Sie haben und Anregungen nun nicht live von mir aufgenommen, sondern die kommen dann kurzfristig zu mir per E-Mail, wenn Sie die in den Chat eingeben. Also heute ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich bitte um Verständnis. Ja, zu den Fragen jetzt. Es wird immer wieder gefragt nach den Warzen und wie das funktioniert. Ja, Warzen sind natürlich Infektionen. Sie beruhen auf einer Virusinfektion und können deshalb recht gut behandelt werden, auch weil Warzen im Zusammenhang mit der Infektion oft als neurologische oder neuronale Infektionen betrachtet werden. Über die Nerven haben wir eine gute Weiterleitung unserer Frequenzen und sind deshalb sehr, sehr erfolgreich. Ich kann mich an viele Anwendungen, die schon vor 30 Jahren begonnen haben, oder mit denen ich schon vor 30 Jahren begonnen habe, erinnern, wie leicht es da ist, wenn Warzen an der Hand sind, dass nach einer einzigen Anwendung das sozusagen erledigt ist. Erledigt, was heißt das? Zunächst erstmal sieht man keine Veränderung. Und der Anwender, wenn sie das erste Mal machen, ist auch meistens sehr skeptisch. Aber sie brauchen keine weitere Anwendung zu machen. Wenn sie eine Warzenanwendung eingesetzt haben, dann nach 2 bis 3 Wochen ist dann nichts mehr von der Warze zu sehen. Die meisten Fälle, die ich kenne, das sind die Warzen an den Füßen oder an den Händen. Und an den Füßen empfehle ich die Haftelektroden, an den Händen gehen natürlich die vergoldeten Handelektroden hervorragend. Wer Warzen einsetzt, kann sich einfach in unserem Angebot während der Anwendung umsehen. Denken Sie daran, Warzen oder Warze, deutsch geschrieben oder im Wart. Ich habe das hier noch einmal eingetragen auf dem Bildschirm, können Sie es nachlesen. Also durch die Bank eigentlich eine Erfolgsstory, aufgrund dessen, dass die sehr empfindlich auf unsere Frequenzmuster reagieren. Und dann wird der Erreger, der Virus, wird eben beseitigt. So, dann habe ich eine Geschichte zu erzählen, die hat mich sehr berührt in der letzten Woche. Und zwar hat mich eine Anwenderin vor ungefähr 3 Monaten angesprochen. Sie ist im Alter, ne, Ende der 70er Jahre und lebt schon allein, ist verwitwet. Und sie hatte in früher Jugend einen Tumor an einem Auge und so musste das Auge sozusagen vollkommen verändert und das ging sogar aufs Augenlicht, sie hat dort 0%, sie kann mit diesem Auge überhaupt nichts mehr sehen. Und über die vielen Jahre ging das alles sehr gut, bis eben sie mich vor einigen Monaten angesprochen hat, dass sie eine fortschreitende Makuladegeneration hat und fortschreitend heißt, dass sie immer weniger sieht und nach dem Gittermuster-Betrachtungstest feststellt, dass es immer
mehr fortschreitet. Auch die ärztlichen Untersuchungen haben gezeigt, dass sie fortschreiten und man bekommt eigentlich von der Schulmedizin einige Möglichkeiten mit Spritzen, womit man den fortschreitenden Erkrankungseffekt, der dann mit Verlust der Sehfähigkeit zusammenhängen wird, dass man da das nur noch aufhalten, verzögern kann, aber nichts mehr ändern kann. So ist die Aussage der Schulmedizin. Und da ihr die Anwenderin AgilCare zur Verfügung hat, habe ich ihr geraten, die Anwendung C976 Makuladegeneration 1 aus der Gruppe Augen durchzuführen. Und das hat sie 3 Monate lang getan. Circa 3 Monate, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr muss die Zeit gewesen sein. 3 Monate. Das hat sie täglich durchgeführt. Und siehe da, ist in der vergangenen Woche, kommt sie von einer Untersuchung, OCT, das ist eine ganz besondere CT-Aufnahme, die zeigt, wie sich das entwickelt, wie die Ablösung bzw. die Zerstörung der Makula dort vonstatten geht oder wie es eben nicht passiert. Und ganz erfreulich war es, dass es eine Verbesserung bei dieser Anwenderin gab. Also muss man sich mal vorstellen, Schulmedizin sagt, nichts zu tun, nichts zu machen, kann man nur zugucken und vielleicht verzögern durch aufwendige und riskante Spritzen. Aber mit AgilCare, zumindest in diesem Fall, ist das gut gelungen. Ich will dafür überhaupt nicht behaupten, dass AgilCare hier heilt, Gottes Willen. Da distanziere ich mich von solchen Aussagen. Das wissen Sie längst, dass ich da nicht darauf hineinfalle, sondern es ist eben einfach gleichzeitig. Sie hat die Anwendung gemacht, täglich, und sie hat jetzt eine bessere Situation ihres Auges, das von Makuladegeneration befallen ist. Also wunderbar. Ich bedanke mich auch hier nochmal bei der Anwenderin, dass sie mir das mitgeteilt hat, denn das ist für mich eine Riesenfreude, solche Erfahrungen berichtet zu bekommen und sie dann wie heute Ihnen weiterzugeben. Dann eine Nachricht von jemandem, der ungefähr Mitte 70 ist, ein Mann, ein Anwender von AgilCare. Er hat einen Schlaganfall gehabt und war bewegungseingeschränkt. Das heißt, er konnte seine Bewegung nicht so gut steuern und habe ich ihm empfohlen, er soll 2 Anwendungen machen. Einmal die U37, das ist die Ataxia, also Ataxie heißt ja Bewegungseinschränkung. Wir finden die U37 Ataxia in der Gruppe Stütze- und Bewegungsapparat. Und im Wechsel dazu sollte er, könnte auch am gleichen Tag das noch durchführen, die A103 Gehirnströme Deltawellen durchführen. Dieses A103 Gehirnströme Deltawellen finden wir in der Gruppe Nerven, psychologische und psychiatrische Prozesse. Auch hier muss ich sagen, nach wenigen Wochen Anwendung, ich denke wieder sehr disziplinierte Anwendung, die Mitteilung, das funktioniert sehr gut. Seine Bewegung hat er viel, viel besser jetzt im Griff. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank für den Bericht. Und hier ist es ja eine Erfahrung, die man ruhig weitergeben kann, auch wenn wir damit nicht den Anspruch erheben, dass AgilCare heilt. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es den Menschen besser geht. Und das ist ja deutlich geworden an diesem Fall, der die U37 Ataxia einsetzt und die A103 die Gehirnströme Deltawellen. Ja, und noch einen weiteren Bericht möchte ich geben. Auch jemand, der schon über 70 ist, eine Frau in dem Falle. Sie ist befallen von Mundausschlag und hat das Programm auf meine Empfehlung gemacht, A190, das sind die Leukoplakie, Entschuldigung. Und die finden wir in der Gruppe Hals, Nasen, Ohren. Und bei ihr sind sowohl der Mundausschlag als auch, also die Leukoplakien, als auch die Aphthen sind deutlich zurückgegangen und belästigen gar nicht mehr. Und das auch gegen die Aussage der behandelnden Zahnärztin, die nämlich dieser Anwenderin immer sagte, die Schleimhäute sind so stark beeinträchtigt, dass es da niemals eine Besserung geben kann. Es klappt aber sehr gut, wenn das AgilCare eingesetzt wird mit A190 Leukoplakien und dann ist es sehr erfolgreich. Ich gratuliere der Anwenderin, freue mich mit ihr und bedanke mich auch auf dem Wege, dass sie uns die Nachricht gibt. Ich möchte mal sagen, zum erfolgreichen Nachahmen. Und bei derselben Anwenderin gibt es einen im Haushalt jemanden, der ist von Parkinson befallen. Und Sie erinnern sich, dass wir das letzte Mal über die Mykoplasmen gesprochen haben. Das waren zwar spezielle Mykoplasmen und hier hat die Anwenderung
die Anwenderin bei ihrem Mann, der von Parkinson befallen ist oder betroffen ist, C1072 Mycoplasma Fermentans eingesetzt. Und diese Anwendung führte sehr schnell dazu, dass das starke Zittern der Hände nachgelassen hat und schon fast verschwunden ist. Auch hier große Freude, vielen Dank. Und ich sage allen Anwenderinnen und Anwendern, sowohl denen, die hier mir den Bericht gegeben haben, als auch denjenigen, die jetzt zugehört haben, bleiben Sie dran, probieren Sie, Sie können nichts falsch machen. Es ist wirklich eine Chance, Leben ohne Krankheit zu erreichen. Soweit also zu den Anwendungen bzw. Fragen und Anregungen der letzten Woche, die ich hier jetzt wiedergebe in dieser Aufzeichnung. Und ich möchte jetzt noch einmal, weil so viele neue Anwenderinnen und Anwender von Applecare dabei sind, also wir liefern ja ständig sehr, sehr viele neue Geräte aus, möchte ich noch einmal auf das prinzipielle Vorgehen hinweisen. Ich habe versucht, das in den Geräten immer beiliegenden Gebrauchsanweisung zu beschreiben, aber ich gebe es hier gern noch einmal zusammengefasst wieder mit den entsprechenden Schwerpunkten. Zunächst einmal muss die Umgebung stimmen. Wenn wir Applecare einsetzen, dann möchte es dort ruhig sein, keine Kommunikation, kein Telefon durch den jeweiligen Anwender oder die Anwenderin, aber auch kein Gespräch, nichts anderes an dem Computer machen zu der Zeit. Also alles sich einfach dem Applecare der Anwendung für die Minuten hingeben, wenn man da ist. So, dann auch von der Umgebung her, das ist immer noch meine Empfehlung, dass man dort das Licht dimmt, so mache ich selbst immer, das Licht etwas dimmen, dass eben auch die optischen Reize nicht so groß sind. Beide Beine aufsetzen auf den Fußboden und möglichst nicht die Beine übereinander schlagen. Hände auseinander, beziehungsweise darauf achten, dass die Hände sich nicht berühren während der Anwendung. Und man kann selbst noch etwas dazu tun, das ist der zweite Punkt, indem man die Durchleitmöglichkeiten durch die menschlichen Zellen verbessert. Ich möchte daran erinnern, wir zielen hier ab mit unseren Frequenzen Durchleitung durch die menschlichen Zellen bis zu den Parasiten, die in Disbalance geraten. Also die Parasiten, die in Disbalance geraten, wollen wir eliminieren, dezimieren. Das ist ja unser Ziel und das macht es sich sehr gut. Das haben wir festgestellt, das haben wir sogar statistisch ermittelt. Macht sich sehr gut, wenn die zumindest erwachsenen Anwenderinnen und Anwender ihre Elektrolytsituation verbessern. Elektrolytsituation zu verbessern, das kann man über den Trunk machen, den ich schon mehrfach bekannt gegeben habe. Und ich will mal sehen, das ist jetzt die Aufzeichnung, ob ich das Ihnen auch an der Stelle mit zur Verfügung geben kann, das Rezept für ein Getränk, das die Elektrolyte verbessert. Dieses Getränk, das besteht aus Wasser, Zitronensaft, ein bisschen Salz, und Apfelessig aus diesen Bestandteilen nur. Und das sollte das verbessern. Man kann noch Süßstoff dazu machen, so wie ich das in dem Rezept beschrieben habe. Und das bringt Verbesserung der Elektrolyte mit sich, bessere Durchleitung, bessere Erreichbarkeit der Parasiten. Und wir sind effektiver in unserer Anwendung, effektiver in unserem Vorgehen gegen die Parasiten, effektiver in unserem Vorgehen mit unserer Körperpflege. Ja, und dann ist natürlich noch wichtig, wenn man weiß, dass zerstörte Parasiten, also zerstörte Viren, Pilze, Würmer, Bakterien und Einzeller, frei gewordene Schadstoffe in unserem Körper hinterlassen. Meistens sind das sogar Schwermetalle. Wenn man das weiß, dann weiß man natürlich, wie wichtig Entgiften ist. Entgiften, das machen wir hervorragend mit sauberem Trinkwasser. Und ich empfehle dazu immer noch, am Tag 6 Gramm Naturzellit 10 Mikrometer einzunehmen. Halten Sie bitte daran, an die von mir bei der Bestellung und Auslieferung von Naturzellit mitgegebenen Anwendungsempfehlungen. Das bringt etwas. So, wenn wir das alles getan haben, die Umgebung stimmt, wir haben das geeignete Applecare-Anwendungsprogramm eingesetzt, die Elektrolyte stimmen und wir entgiften, dann hat unser Körper die Möglichkeit, den Abwehrkampf gegen die Erkrankung zu gewinnen und nur unser Körper kann uns heilen und sonst nichts. Ja, soweit also mein heutiger Beitrag von dem, was ich vorbereitet und in diesem Fall mal aufgezeichnet habe. Wahrscheinlich habe ich das große Glück, noch etwas länger an der Adria zu bleiben. Das heißt, wenn sich die
Internetverbindung nicht wesentlich von der Geschwindigkeit verbessern, dann wird es das nächsten Montag 20 Uhr wieder eine Aufzeichnung geben. Ich informiere Sie darüber rechtzeitig. Ihre Fragen, Ihre Anregungen bitte in den Chat eintragen, dann gelangen Sie schnellstens zu mir per E-Mail. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute. Hier die besten Grüße, leben Sie gesund. Auf Wiedersehen.